Leben retten, Leben bewahren. Weil Kinder unsere Zukunft sind, braucht Kindermedizin Spitzenkräfte. Die Kinderklinik Dritter Orden in Passau gehört zu den bekanntesten Kinderkliniken Deutschlands. Sie ist eine der wichtigsten Einrichtungen zur interdisziplinären Diagnostik, Therapie und Versorgung von Neugeborenen, Kindern und Jugendlichen in Niederbayern. Kompetent, menschlich, heimatnah. Der Thomas hat Epilepsie seit 1,5 Jahren und er fällt also mehrmals am Tag einfach um, ohne ersichtlichen Grund. Und trägt deshalb jetzt auch einen Schutzhelm, damit er sich dabei nicht verletzt. Der Jakob hat spinale Muskelatrophie Typ 2, das ist Muskelschwund. Das ist festgestellt worden im ersten Lebensjahr, weil er ab da Auffälligkeiten gezeigt hat. Das heißt, er ist gesessen und hat dann abgebaut. Er hat das Krabbeln nicht begonnen, hat das Stehen nicht begonnen, ist nicht gelaufen. Der Alexander hat seit Geburt an auf der rechten Seite so eine Art Lähmung. Hemiparese heißt das. Das heißt, er hat beim rechten Fuß Probleme mit dem Gehen und auch beim rechten Arm mit der Verwendung. Tag für Tag, rund um die Uhr, dreht sich in der Kinderklinik in Passau alles um die liebevolle Fürsorge und Pflege der jungen Patientinnen und Patienten, weil ihre Gesundheit jeden Einsatz lohnt. Wir fühlen uns sehr wohl, wir fühlen uns ganz gut aufgehoben und sind sehr glücklich darüber, dass wir die Möglichkeit haben, hier in Passau vor Ort behandelt zu werden. Man hat das Gefühl, die Kinder werden so behandelt, wie wenn sie eigene wären. Man kann mit den Leiterinnen sehr gut arbeiten und sehr gut reden. Und das ist auch was ihm gefällt. Es ist so Art familiär. Um weiter umfassende, beste medizinische Versorgung zu garantieren, braucht die Kinderklinik vor allem mehr Raum. Raum für Therapien. Behandlungs- und Dienstzimmer. Zimmer für Geschwisterbetreuung und die Familien. Um die Genesung der Kinder ganzheitlich zu fördern und zu unterstützen. Es geht darum, dass Eltern bei ihren Kindern sein können. Es geht darum, dass chronisch kranke Kinder, dass behinderte Kinder hier vor Ort heimatnah betreut werden. Wir bauen fürs Leben. Dazu brauchen wir auch Ihre Unterstützung. Helfen Sie mit, damit wir auch in Zukunft die Kinder hier in der Region und ihre Familien gut betreuen können. Unterstützen Sie, wir bauen fürs Leben und leisten Sie Ihren Beitrag zu diesem einzigartigen Projekt der Kinderklinik Dritter Orden Passau. Für die Zukunft unserer Kinder. Spendenkonto 680 bei der VR Bank Passau. Um ihn geht's da. Gell? Weil mit Kindern geht's Leben weiter. Ohne Kinder hört's auf. Und deshalb finde ich diese gute Sache mit der Kinderklinik in Passau und diesen Erweiterungsbau, und dafür bitte ich Sie um eine Spende. Damit die Kinderklinik in Passau künftig nicht nur eine hervorragende Versorgung bieten kann, sondern die beste.